Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr auch heute wieder einschaltet. Heute haben wir das Thema Duschgel und Shampoo und so weiter aufgebraucht in 2022. Ich habe hier einige Sachen stehen. Ich weiß nicht, ob ich euch die alle zeigen kann. Wartet. Ja. Es sind wirklich viele Produkte. Also zumindest sieht es so aus. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch. Keine Lust, dass das Video so super lang wird. Ich habe gestern schon so viel gequatscht. Ich muss nur kurz mal meine Hose hochziehen. So, also, ich würde sagen, wir starten, wie gesagt, Duschgel, so Rasierschaum, Haarprodukte, alle möglichen. Wir fangen einfach an. Also, wir haben hier von Schaumart, habe ich das einmal? Ja. Also, ich habe, einige Produkte sind ja auch mehrmals drin. Ich habe es jetzt nicht sortiert. Ich zeige euch das dann einmal und sage beim nächsten Mal dann nur noch, hallo, ich bin es ein zweites Mal. Von Schauma 3 in 1 Meeresfrische mit Aloe Vera. Mochte ich gerne, fand ich super gut. Hat super frisch gerochen, so ein bisschen was Aquatisches, Männliches hatte das. Das finde ich auch ganz nice. Also würde ich mir definitiv nachkaufen. Ich bin super, super zufrieden gewesen dieses Jahr, letztes Jahr, mit den Schauma-Produkten. Also ja, bin total auf einem Schauma-Trip irgendwie gerade. Würde ich auf jeden Fall nachkaufen. Der Mann hat aufgebraucht. Von Adidas, das Duschgel, After Sport und, wo ich das gerade hier so in der Hand habe, auch Ice Dive. Das ist ähnlich, ich weiß gar nicht, ich glaube, die sind beide blau. Ja, die haben beide eine blaue Verpackung. Er findet die alle gut, glaube ich, die in diese Richtung gehen. Er hat ein spezielles Duschgel, was er immer und immer wieder hat. Das zeige ich euch, glaube ich, auch einmal. Aber wenn er das nicht hat, dann benutzt er immer Adidas. Genau. Dann habe ich hier ein Duschgel von, von Balea, das Duschgel Caribbean Feeling. So sieht es aus. War, glaube ich, eine LE, mit Sicherheit. Ja, eine LE. Ich würde mir LEs immer wieder nachkaufen, einfach weil sie gut aussehen, weil ich es ausprobieren will, weil gerade im Sommer da interessante Sachen bei sind, die man gut benutzen kann. Und hat, glaube ich, ganz gut gerochen. Ich glaube, zu diesen LEs sage ich jetzt nichts Spannendes. Ich kann mal dran riechen. Ja, man riecht es manchmal halt auch gar nicht mehr so. Ne? Es ist nach Kokos und Frangipani, aber Kokos überwiegt ein bisschen, was für mich ja immer problematisch ist. Aber bei so einem Duschgel geht es meistens. Also, ja. War okay, wie gesagt, tolles Design, würde ich mir wieder kaufen. Wieder von Schauma, das 7-Blütenöl Reparaturschauma, Shampoo. Auch das, auch eine wunderschöne Verpackung erstmal. Und ich finde auch dieses neue Design irgendwie total schön. Ja, würde ich mir auch wieder kaufen, definitiv. Dann habe ich aufgebraucht vom Pure 97, Pure 97, keine Ahnung. Feuchtigkeitscremeöl für trockenes Haar mit Jasmin und Kokosnussöl. Das ist dieses hier. Das ist nicht mein Lieblingsduft, sagen wir mal so. Aber ich habe es tatsächlich aufgebraucht. Ich bin so stolz auf mich. Ich habe mir das immer ins, ich nenne es mal Handtuch trockene Haare, ne? Also nach dem Duschen, immer in die Haare gemacht. Habe es echt hart, also richtig hardcore versucht aufzubrauchen. Habe schon immer gedacht, boah, es muss doch alle werden, das muss doch alle werden. Weil ich hatte es halt, ich glaube, aus einer Glossybox oder so. Und ich wollte es aufbrauchen, weil ich eigentlich nicht so der Typ bin, der sich so tausend Sachen in die Haare macht. Und ich hatte es aber da, wollte es loswerden, bla bla bla. Und ja. Es war aber ganz okay, es war in Ordnung. Aber ich würde es mir, glaube ich, nicht nochmal wieder kaufen. Ich würde was anderes vielleicht aus, vom Markt ausprobieren, aber das jetzt nicht zwingend. So. So, ein Duschgel haben wir aufgebraucht von Jill Sander Sun. Das hatte ich euch gestern schon gesagt, am Ende des Videos, dass ich nicht so der Fan von Sun oder Sun Delight bin an meinem Körper. Von daher fand ich diesen Duft sehr anstrengend, aber ich hatte den irgendwie umsonst, irgendwie, keine Ahnung, auch in einer Glossy Box geschenkt bekommen von einer Freundin, Cousine oder so. Ich fand den einfach sehr anstrengend an meinem Körper. An anderen Menschen riecht er super gut, mag ich total gern riechen, aber bei mir selber halt irgendwie gar nicht. Ja. Dann, was habe ich letztes Jahr, das habe ich letztes Jahr entdeckt, das Tolle, von Nivea Fresh and Mild Trockenshampoo, mittlere Haartöne, dieses mit rosa und rosanem Deckel eigentlich, das ist richtig gut. Ich habe sonst, wer mich kennt, der weiß das, habe ich immer Probleme mit Trockenshampoo. Ich habe jedes Trockenshampoo, was ich hatte, gehasst. Es war alles scheiße einfach nur. Also wirklich, hat nichts funktioniert. Und das von Nivea, habe ich das Gefühl, ist das Erste, was, wo du das Gefühl hast, du machst es in die Haare und fühlst dich wirklich nochmal fast fresh. Also ich kenne ja den Unterschied zwischen Haare sind gewaschen und Haare sind einen Tag nicht gewaschen. Und ja, ich würde so nicht, also ich fühle mich so nicht so 100% safe, sage ich mal, und wohl, wie wenn sie frisch gewaschen sind. Das ist immer so. Aber ich fühle mich tausendmal sicherer als mit jedem anderen Trockenshampoo. Deswegen auf jeden Fall, ja,
richtiges Lob an dieses Produkt. Ist super teuer, finde ich. Ich glaube, 3 oder 4 Euro die große Buddel. Ich glaube, sogar fast 4. Aber es lohnt sich. Habe ich auch einen Großgrad da. Also, ja, benutze ich sehr, sehr gerne. Mit Kind sehr praktisch. Dann habe ich aufgebraucht von Schwarzkopf. Taft, wahres Volumen, Schaumfestiger. Habe ich nicht aufgebraucht, war eine Lüge. Geht einfach nichts mehr raus. Und da habe ich neulich ein... Oh, jetzt kommt noch was. Hallo. Das könnt ihr leider nicht sehen. Es schneit hier ein bisschen. Also ich habe es nicht weiter rausbekommen. Vielleicht prügele ich mich nochmal damit. Ich hatte keine keine Muße dazu. Aber ich glaube, das stelle ich jetzt nochmal an die Seite. Wenn da noch was rauskommt, dann kann man das ja mal aufbrauchen. Mausi hat aufgebraucht von Langhaarmädchen das Shampoo Hydro Care für trockenes Haar mit Bambuswasser und Ginkgo. Bla bla bla. Fand Mausi, glaube ich, ganz gut. Ich bin nicht so der riesige Langhaarmädchen-Fan. Optisch immer super gut, super schön, aber auch vom Produkt her kann ich mir auch was anderes kaufen, ehrlich gesagt. Dann haben wir hier Head & Shoulders. Das werden wir bestimmt auch gleich noch öfter sehen. Head & Shoulders ist für den Mirko. For Man, hier Anti-Schuppen-Shampoo-Gedöns. Finde der ganz wichtig, benutzt der ständig und täglich. Und ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich habe das Gefühl, dass das eher Schuppen macht, aber gut. Jeder so, wie er mag. Und wenn ich kein Shampoo mehr in der Dusche habe, dann benutze ich das auch mal. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, ehrlich gesagt. Naja, dann haben wir hier Sauber. Dieses kleine Piraten-Duschgel. Dusche und Shampoo 2 in 1. Das hatte ich mal irgendwie, glaube ich, für einen Urlaub, einen Ausflug oder irgendwas gekauft. Dann habe ich es für den Kleinen benutzt. Und auch für mich einfach. Diese Kleinen finde ich super niedlich. Ich glaube, wenn er ein bisschen älter ist, der Kleine, findet er sowas auch total gut. Und gerade wenn man dann mal so einen Wochenendtrip irgendwo hinmacht oder einen kleinen Urlaub ein paar Tage oder so, ist das, glaube ich, super praktisch, das dabei zu haben. Da muss man nicht so eine große Tube immer mitschleppen. Genau. Dann haben wir hier unseren nächsten Behälter. Ich hole ihn mir mal hier auf meinen Schoß. So. Hier schon mal meine Müllabfuhr daneben stellen. Also wir haben von Bübchen das Creme-Pflegebad aufgebraucht. Das haben wir seit seiner Geburt, also seit dem ersten Mal, wo wir es dann benutzt haben. Macht man ja nicht von Anfang an. Haben wir es benutzt. Also es hat echt lange gehalten. Und wir baden ihn aber auch nicht so häufig. Einfach weil ich der Meinung bin, dass das noch gar nicht Not tut, ihn so häufig zu baden. Aber ja, das riecht super gut, finde ich. Ja, das ist so typisch Baby. Irgendwie total angenehm, total super. Ich weiß gar nicht, ob ich im Moment noch irgendein Produkt habe. Ich glaube ja, aber wenn das alle ist, ich würde Bübchen auf jeden Fall immer wieder nachkaufen. Aber ich glaube, er ist halt auch bald in einem Alter, wo man dann auch was Schöneres, Bunteres oder so benutzen kann. Mal gucken. Dann habe ich aufgebraucht von Balea das Duschgel Sport und Refresh mit Minzextrakt belebender frische Kick. So sieht es aus. Ja, das war irgendwie, ja, war okay. Aber, weiß nicht, brauche ich jetzt nicht zwingend nochmal. Weiß ich, also... Nicht aquatisch genug, als dass ich sagen würde, ist ein cooles aquatisches Duschgel gewesen. Was ich richtig gut fand, war dieses hier von Vandini. Pure Hydro Duschgel, Bath and Shower, Baumwolle und weiße Magnolie. Kriege ich nicht auf, habe ich glaube ich im letzten aufgebraucht schon nicht abgekriegt. Oh ja, hat richtig gut gerochen, fand ich richtig schön, war total angenehm. Würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen, war richtig super. Dann habe ich aufgebraucht von Nivea das Shampoo Zarte Köpfe, Beruhigen, Panthenol, bla bla bla. Verpackung 10 von 10, finde ich richtig toll. Hat gut gerochen, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie ich die Tube fand. Ob die Tube problematisch war, kann ich euch gerade gar nicht sagen. Finde ich auf jeden Fall schön und allein deshalb, weil ich es schön finde, würde ich glaube, da gibt es andere Sorten von, würde ich die anderen Sorten auch nochmal ausprobieren. Ja, wie das immer mit mir ist. So, was haben wir hier jetzt alles? So viele Sachen auf einmal. So kleine auch teilweise. Also wir haben hier zweimal von Sauber diese kleine Prinzessin. Dusche und Shampoo und Pflegespülung. Märchenhafter Duft. Die habe ich mir gekauft. Wenn wir nach Berlin gefahren sind, habe ich manchmal dann vorher noch so kleine Dinger gekauft, damit in meinem Kulturbeutel halt einfach nicht so ein großes Duschgel und so drin ist. Denn eigentlich, wenn du in einem Hostel oder Hotel bist, hast du ja Duschgel und so da, was du benutzen kannst. Aber ich habe halt gerne immer was Eigenes dabei, deswegen sowas Kleines. Und dann muss man halt nur eine Tube mitnehmen und dann ist gut. Ja, das habe ich zweimal jetzt mit. Dann haben wir hier von Balea den Rasierschaum Peachy Rose mit dem Duft von Rose und Pfirsich. Wunderschönes Design, wie fast immer eigentlich. Ich kaufe immer gerne so LEs, weil es einfach schön ist. Die riechen immer alle gut, die funktionieren immer alle gut. Ich mag die von Balea sehr gerne. Ich rasiere mir viel zu selten die Beine. Brennt auch irgendwie nichts. Kannst du dir auch eure Arme schmieren? Mache ich jetzt eigentlich nicht. Nicht so wirklich, aber auch im Intimbereich oder so, da brennt nichts. Das ist alles in Ordnung. Also finde ich super gut. Dann habe ich aufgebraucht von Isana das Duschgel Sunset Beach Limited Edition. War ganz nett. Jetzt vom Design nicht so geil wie die von Balea, aber war ganz nett.
Oh, hat auf jeden Fall ganz gut gerochen. Es ist mit Kokos und mit so anderen Sachen. Was haben wir denn da? Pfirsich und was war das andere? Kann ich euch nicht sagen. Steht immer nicht so deutlich drauf. Was ist denn das hier für eine Frucht? Ist das eine Maracuja? Das ist keine Maracuja-Frucht. Ist auf jeden Fall Banane. Die Früchte riechen ganz gut. Das gefällt mir. Das würde ich auf jeden Fall nochmal wieder kaufen. Dann habe ich aufgebraucht von Garnier Frucht. Dies Mint Fresh Invisible Trockenshampoo. Das ist dieses hier. Das fand ich ganz gut. Nicht so gut wie das von Nivea. Aber es war ganz okay. Und zu dem Zeitpunkt kannte ich das von Nivea noch nicht. Und da war das der Knaller. Also da war das das Beste, was ich vorher jemals hatte. Genau. So, wir kommen jetzt mal ein bisschen Haarfarbe. Ich habe mir neulich auch die Haare gefärbt, aber ich glaube, das war was anderes. Ja, ich meine, die Verpackung sah anders aus. Auf jeden Fall habe ich mal irgendwann meine Haare gefärbt mit diesem Nutrice, Garnier Nutrice, in der Farbe Dunkle Kirsche. Wie gesagt, ich meine, jetzt hieß das anders, aber gefällt mir sehr gut. Auch dieses überhaupt von Garnier Nutrice gefiel mir, glaube ich, super. Das ist eine schöne Farbe und ich mag das ganz gerne, wenn das ein bisschen ins Rötliche geht. Ich habe das Gefühl, dass mir das ganz gut steht, behaupte ich mal. Also ja, das habe ich gerne gemacht. Dann, hallo, was ist hier los? Die ganzen Müllbehälter hier mal ein bisschen ordentlich hinstellen. Dann hatte ich von Palette, das war schlimm, intensive Color Cream, Long Lasting, bla bla bla. Das wollte ich machen und das war doch so ein Reinfall, glaube ich. Da war doch irgendwas, da war die Hälfte nicht dabei oder hat nicht funktioniert oder also irgendwas war da ganz komisch, hat nicht funktioniert, deswegen, ja, glaube ich zumindest, dass es so war. Oder hat das, ich glaube ja, ich glaube, das war schlecht. So, dann habe ich ein paar Produkte aus dem Adventskalender, die möchte ich natürlich nicht vorenthalten, aus dem Balea 2021 Adventskalender. Einmal Cremedusche mit Lebkuchenduft. Ich glaube, sowas hatte ich jetzt auch wieder im Adventskalender von Balea. Finde ich ganz schrecklich. Könnt ihr mir mit wegbleiben. Also Lebkuchenduft finde ich total, ich weiß nicht, wer sowas mag. Wintershampoo für wintergestresstes Haar, das finde ich gut. War dieses Jahr, glaube ich, auch drin. Fand ich sehr gut. Hat nämlich auch nicht so winterlich gerochen. Hat gut gerochen. War für die Haare, also vom Duft her war es gut. Pflege, also wenn man sonst Schauma hat und dann dieses, ist das natürlich durchgefallen. Aber es war okay. Kann man benutzen. Ja. So, Winterspülung. Ist, glaube ich, same procedure gewesen. War, glaube ich, auch in Ordnung. Ja. Fußbodder. Ach, schwierig sowas immer, ne? Irgendwann ist das immer der Punkt, wo ich auch so Handcreme und sowas alles für die Füße benutze und dann einfach, irgendwann wird es schon alles sein. Aber ich glaube, diese Fußbutter mit Rosmarin und Bergamottenduft, ja, das ist was, das machst du im Winter und dann bist du auch froh, wenn es alle ist. Sage ich ganz ehrlich. Hat nicht so den riesigen Pflegeeffekt. So, Cremedusche mit Bratapfel und Orangenblütenduft. Ja, genau. Ich finde es immer ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt, wenn man nach so Sachen riecht, aber Leute, die mögen das. So, das haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir das wirklich benutzt haben, oder? Oh, ich glaube, das war das, was so gut gerochen hat. Ja, ich glaube, ja. Von Sebamed, Baby und Kind, Waschlotion, Haut und Haar. Ich glaube, das war das, was richtig gut gerochen hat. So wie ich das gerade hier so... Hallo, immer fällt mir alles aus der Hand. So wie ich das gerade wahrnehme. Also Sebamed würde ich auf jeden Fall da nochmal nachkaufen, weil mir das gefallen hat. So, und dann... Hallo. Also... Was ist denn hier heute los? Haben wir von Bilou. Karamell Macaron. Cremiger Duschschaum, so eine kleine Tube. Die hat Mausi aufgebraucht. Mausi findet von Bilou alles gut. Hat sie noch nie was Schlechtes zu gesagt. Also von daher können wir uns sicher sein, dass das auch gut ist. Dann haben wir hier nochmal von Schauma das Fresh It Up Pflegeshampoo mit Passionsfrucht. Auch super gut, muss ich sagen. Dann haben wir als nächstes... Oh, mal ein bisschen die Nivea Man Produkte. Der Mann hat aufgebraucht von Nivea Man einmal das Sensitiv Duschgel. Das benutzt er auch in der Regel. Also das ist sein Lieblingsduschgel. Und von Nivea Man das Sport 24 Stunden Fresh Effect, dieses blaue. Das benutzt er auch manchmal. Aber dieses Sensitiv, das ist ja das, was er am häufigsten benutzt. Sein Liebling sozusagen. Dann hatte ich ja vorhin gesagt, dass ich diese... Nee, vorhin. Gestern habe ich euch das gesagt. Gestern hatte ich so eine... So eine Probe doch, glaube ich, von einem Shampoo, von so einer Maske oder so. Auf jeden Fall von diesem Wahre Schätze von Garnier. Habe ich hier jetzt pflegende Tiefenpflegemaske, Argan Camellia Öl. Da gibt es ja mehrere Pötte von und ich finde die alle super, glaube ich, alle, die ich bisher hatte. Und ja, finde auch die Töpfe eigentlich ganz cool, glaube ich.
Also es dauert immer eine Weile, bis man das alle hat halt, ne? Aber ich finde das, ja, find das total gut. Apropos dauert, bis man es alle hat. Von Balea habe ich hier Schönheitsgeheimnisse Kokoswasser, so eine Haarmaske. Ich überlege gerade, ob ich das als Haarmaske benutzt habe. Aber muss ich ja, wenn das hier in dieser Haarmaskekiste ist. Ich überlege gerade, ob ich dachte, dass das eine normale Maske ist fürs Gesicht. Nee, nee. Weil ich hatte mal sowas ähnliches und das war eine normale Maske. Genau, das war sehr ergiebig, hatte ich das Gefühl. Ja, fand ich richtig gut. Hat gut gerochen auf jeden Fall auch. Dafür, dass es Kokos war, hat es gut gerochen. Dann haben wir hier von Balea Cremedusche Sense of Magic, Duft in Erdbeeren und Vanille. Wunderschönes Design, fand ich super, super gut. Aber ich glaube, Geruch, vom Geruch her war das nicht so der Knüller. Brauche ich nicht zwingend nochmal. Würde ich mir aber natürlich nochmal kaufen. Wenn ich das Design nochmal sehe, würde ich sagen, oh, wie schön. Wie ich so bin. Genau. Dann haben wir hier von Bilou Made with Love Duschgel Schauergel. Mal in so einer Tube ausnahmsweise, aber auch richtig abgespaced. Sieht total niedlich aus. Mochte Mausi auch sehr gern. Dann haben wir mal wieder Schauma Naturmomente. Ich hätte auch sagen können Nature Moments. Shampoo, Reparatur und Pflege, bla bla bla, mit hier Arganöl und Macadamiaöl. Hat auch gut gerochen, hat mir auch gut gefallen. Aber ich glaube, verhältnismäßig gefallen mir die anderen Sachen besser. Die rosanen, hier dieses Siebenblütenöl und das Blaue. Gefällt mir, glaube ich, besser. So, wie versprochen haben wir natürlich hier auch nochmal Head & Shoulders vom Mann, ist ja logisch. Und nochmal das Nivea Man Sport, weil er musste ja auch ein bisschen Duschgel aufbrauchen. Verhältnismäßig hat er, glaube ich, voll wenig aufgebraucht. Dann hatte ich hier auch ein Wort von Nature Box, das Feuchtigkeitsshampoo. Ich glaube, das fand ich gar nicht so gut. Ich glaube, das habe ich nicht gut in Erinnerung. Ich glaube, damit war ich froh, dass es alle war. Aber davon abgesehen, dass ich es auch optisch leider total schlimm finde. Und auch mit Kokos und so. Also war leider durch und durch ein Flop für mich. So. Dann haben wir ein Haarspray von L'Oreal Elnett Deluxe. Dieses lila, ne, hier irgendwie. Keine Ahnung. Mit lila. Finde ich toll. Elnett Haarsprays sind für mich was für Leichtigkeit, für so ein kleines bisschen, ich habe jetzt auch gerade ein bisschen was drin, für so ein kleines bisschen Haarspray. Wenn ich was Wildes fixieren will oder überhaupt irgendwas fixieren will, dann nehme ich mein Zios Haarspray, denn das hat Power. Elnett ist für mich einfach eine Sache, die irgendwie ganz nett riecht, die ganz, ja, ne, so ein bisschen, dafür ist Elnett super und dafür benutze ich das auch sehr gerne. Wie gesagt, es riecht sehr gut, aber ansonsten benutze ich gerne Zios. So, dann haben wir hier nochmal von Balea die Cremedusche Magic Wonderland mit magischem Feenduft. War, glaube ich, auch wieder so eine Sache, hat nicht so super geil gerochen, aber Leute, das Design, es ist ja einfach wunderschön. Ich würde sie jederzeit nachkaufen. Ich würde mir das als Poster irgendwo hinhängen. Es ist echt wunderschön. Würde ich mir schön hier als Hintergrundbild vorstellen. Ja. So ist das mit den Verpackungsopfern. Dann hat irgendwas ist hier ausgelaufen in dieser Kiste. Super sympathisch. Von Avon Senses, Polynesian Paradise, Aloha Monoa. Och, kriege ich nicht auf. War hier wieder mit Kokos, war glaube ich so lala, war jetzt glaube ich nicht so der Burner. Aber habe ich geschenkt bekommen, deswegen sage ich natürlich nicht nein. Dann hauen wir noch einen raus. Wir haben von Garnier Nutrice noch einmal so einen Conditioner, so einen kleinen. Total cool, dass ich das wieder hier reingepackt habe, statt das einfach wegzuschmeißen. Von Penaten Ultrasensitiv Bad und Shampoo. Hier so ein kleines Dusch. Badezeug, was man auch als Shampoo benutzen kann. Haben wir, glaube ich, ganz am Anfang benutzt, meine ich. Oder zwischendurch mal. Keine Ahnung, war auf jeden Fall ganz nett. Hat gut gerochen. Ist für Babys alles feini. Dann habe ich hier aufgebraucht von Haarliebe das Serumspray Alltagsheld und Trockenshampoo Frischmacher. Ich liebe Domino Carti. Sie ist ganz toll. Das Design ist wunderschön. Alles tutti frutti. Aber ich war leider überhaupt nicht zufrieden mit den Haarpflege, mit den Haarprodukten hier von Haarliebe. Das kann aber auch einfach sein, weil ich ja vielleicht einfach nicht der Typ für genau diese Produkte war. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich hab mir nichts wieder davon gekauft. Vielleicht muss ich es nochmal ausprobieren, was anderes zu kaufen. Aber ja, hat mich nicht so geflasht, ehrlich gesagt. Von Balea die Cremedusche White Gloss duftet nach Kokos und Iris. Auch eine ganz nette, schlichte, schöne Verpackung, finde ich. Hat aber, glaube ich, nicht so geil gerochen. Brauche ich, glaube ich, nicht nochmal wieder. Dann habe ich hier von L'Oreal Elvital Öl Magique. Nährpflege-Elixier war richtig gut, hat mir richtig gut gefallen, auf jeden Fall.
Und von Glisskur, SOS Intensivkur Öl Nutritiv, hat mir auch sehr gut gefallen. Also diese öligen Sachen haben mir scheinbar irgendwie beide gut gefallen. Und dann haben wir nur noch zwei Produkte und dann sind wir durch. Da habe ich einmal hier von Movida die Intensivtöne ohne Ammoniak, bla bla bla, Nummer 23 Kastanie. Kann auch sein, dass ich die jetzt... Nee. Ich glaube, das, was ich jetzt habe, ist ein bisschen dunkler. 23 Kastanie auf jeden Fall, auch eine super schöne Farbe. Ich finde dieses System von Movida auch total einfach und easy und ja... Klappt sehr gut, also ist günstig und klappt für mich super. Und als allerletztes habe ich von Nivea das Volumen und Kraft Shampoo. So eine kleine Packung hatte ich wahrscheinlich auch wieder mit in Berlin oder zu irgendeinem Ausflug oder so. Und ja, genau, meine Lieben, das war es. Das war mein Aufgebraucht heute mit Duschgel und Haarpflege und so weiter. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder beim nächsten Video. Lasst euch überraschen, macht's gut und bis morgen. Tschüss.